Hallo ihr Lieben und ein riesengroßes herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es darum, dass ich euch zeige, wie ich denn meine Locken, Wellen, wie auch immer denn immer so mache, weil ihr ganz oft fragt unter Bildern oder eben wenn ich auf Snapchat ein Video hochlade, wie hast du deine Haare gemacht und ich will das auch so können und was benutzt du dafür und bla 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 bla. Deswegen jetzt einfach ganz schnell und nur für euch. Achso, was ich ganz kurz noch dazu sagen wollte, dieses Top hatten auch schon einige von euch gefragt, ist von Shein. Den ganzen Link habe ich euch unten einfach mal in die Infobox gesetzt. Joa, ich würde sagen, dann starten wir jetzt einfach mal und ich zeige euch erstmal, was ich dafür benutze und dann, wie ich das Ganze anwende. Und los geht's. Als allererstes benutze ich einen Hitzeschutz, den habt ihr schon in meinem DM-Haul, Favoriten-Haul gesehen. Erstmal großräumig Hitzeschutz verwenden. Und jetzt fange ich an, mir die Haare so ein bisschen abzutrennen, dass ich halt einfach kein Haar vergesse und nachher so eine glatte Strähne irgendwie drin habe und dass ich auch nicht durcheinander komme. So, also so ab den Ohren einfach nach hinten. Einmal abtrennen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lockenstab. Ich habe hier so ein Ding, was leicht pervers aussieht, aber der absolute Obershit ist. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Marke. Das gibt es aber in ganz vielen verschiedenen Arten und Formen und Durchmessern und etc. Ich werde einfach mal euch ein paar Links unten reinsetzen, einfach nur so als Anregung. Da könnt ihr gerne mal irgendwie euch durchstöbern, wo ihr das dann letztendlich kauft, ist glaube ich kein großes Ding, aber eben ohne dieses Klipper-Klapper-Teil, ne? Und jetzt fangen wir an, uns die Haarsträhnen so ein bisschen mal abzutrennen. Ich fange meistens unten an und nehme mir so eine, ja, nicht zu große und nicht zu kleine Haarsträhne raus. Ich halte das Glätteisen jetzt so rum und wickel die Haare gerade um diesen Lockenstab rum. So nehmen wir das Ganze und wickeln das gerade um dieses Ding rum. Und die letzte Spitze nehme ich so ein bisschen weiter nach unten. Checkt man das? Das checkt man wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich habe dann noch so eine ganze Haarspitze, die ich aber gar nicht jetzt curle. Die ich gar nicht locke. So, und jetzt warten wir so ein bisschen, also nicht zu lange. Und dann lassen wir das einfach so runterfallen. Also, die Haarsträhne so nehmen und gerade um dieses Ding rumwickeln. Und die letzte Strähne, wie gesagt, so ein bisschen nach unten ziehen. Viele benutzen bei diesem Lockenstab übrigens einen Handschuh. Das hatte ich auch mal, ich habe den verloren. Aber ich komme ohne klar. Wenn ihr euch aber so ein Ding kauft, dann kauft diesen Handschuh dazu, weil man verbrennt sich wirklich. Und ich habe auch schon ein paar Narben davon getragen. Ja, wäre schön, wenn wir muss leiden. So. So, und dann lassen wir das auch einfach wieder so runterfallen. Ne? Und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied, wenn man die eben so gedinselt da irgendwie drum tut. So, also einfach so da drum wickeln. Dann wird es eine ganz andere Locke einfach. Hier seht ihr jetzt mal den Unterschied. Ne? Hier habe ich in sich zusammengewirrt, sozusagen um den Lockenstab. Und hier habe ich es gerade um den Lockenstab. Seht ihr den Unterschied? Das ist eine komplett andere Locke. Und das kann auch cool aussehen, aber das wollen wir jetzt für den Look einfach nicht, ne? Nächste Strähne. Ich mache das jetzt einfach mal. Ah, hatte ich eigentlich erzählt, dass man das immer vom Gesicht wegmacht? Ich weiß es nicht. Also immer vom Gesicht wegdingsen. Drehen. Ne? Und immer in eine Richtung. Ach, ich sollte solche Sachen dazu sagen. Jedenfalls, wenn wir die Haare hier so haben, dann drehen wir alle die vom Gesicht weg und alle die vom Gesicht weg. Ne? Jetzt haben wir die unteren Haare alle hier gelockt und jetzt kommen die anderen Haare einfach runter. Und jetzt fange ich so, ich fange nicht von ganz oben an, sondern lass hier so schon so ein Stückchen frei. Also ich fange erst hier an zu drehen, ne? Nicht hier oben schon. So ein bisschen Platz da lassen, dann wieder gerade drum wickeln. Und wieder vom Gesicht weg. Ne? So, wir sind am Pony sozusagen vorne angelangt. Also ich teile mir dieses kleine Stückchen
auch nochmal in zwei. Und dann, da setze ich noch weiter sogar unten an und schaut, seht ihr, wie großflächig ich das hier mache. Also nicht so eng aneinander, sondern so richtig weit runtergezogen, dass das einfach nur eine Welle wird und keine Locke. Und bei dem hier ganz genauso. Okay, jetzt haben wir alles gelockt, was... Aha, nein. Man findet doch noch so einzeln ein paar Strähnen, die dann einfach nachlocken. So, okay, das ist jetzt also das vorerst erste Ergebnis, ne? Ich bürste die immer noch mal einmal durch. Und dann ist das mein fertiges Ergebnis. Ja, so mache ich mir immer meine Wellen, die fallen dann, also ich benutze auch tatsächlich, ich benutze jetzt da kein Haarspray oder sowas. Klar, umso loser werden die, also die werden irgendwann einfach, werden das wirklich nur noch so leichte Wellen sein. Aber ich mag das sehr, sehr gerne und ja, das ist jetzt einfach meine Wellenlockenroutine, die ihr einfach unbedingt sehen wolltet. Jetzt wisst ihr vielleicht einfach mal, wie ich das Ganze eigentlich veranstalte. Also, that's it und das ist meine Lockenroutine. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns aber beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Das dauert immer so ewig lange. Und ich zergehe dieser Lockenstabstrahl so eine Hitze aus. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, Hitze. Heilige Schande. Mutter Gottes Maria.